Hallo und herzlich willkommen, liebe Hi-Fi- und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Hi-Fi-Studio in Karlsruhe. Heute live von der High-End-Messe, der weltgrößten Messe für High-End-Komponenten, möchte ich Ihnen hier direkt vom Messestand bei Reichmann Audiosysteme den Musical Fidelity Nuvista 800.2 vorstellen. Jürgen Reichmann selbst ist auch mit dabei. Gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Der Musical Fidelity Nuvista 800.2 ist ein monumentaler Vollverstärker, Vollaluminiumgehäuse, unheimlich gut verarbeitet. Man sieht das hier auch schon von außen im Detail, wirklich alles aus dem Vollen gearbeitet, was ja am Ende auch dem Klang zugute kommt. 2x330 Watt Sinus an 8 Ohm stemmt die Maschine und das trotz einer völlig außergewöhnlichen Technik, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, nämlich mit Nuvistoren. Daher kommt auch der Name. 39 Kilo bringt der Bolide auf die Waage. Es ist ein rein analoger Vollverstärker. Das heißt, alle Quellen und Digitalkomponenten werden hier ausgelagert, so dass ich für alle Zeiten hier ein Bollwerk von Verstärker habe, der mir meine Musik an die Lautsprecher transportiert. Nochmal kurz zur Historie von Musical Fidelity in sich. 1982 von Anthony Michaelson gegründet, kamen viele unglaublich schöne Produkte auf den Markt, allen voran der David A1, der erste Class-A-Verstärker von Musical Fidelity, der die Herzen der High-End-Fans weltweit eroberte. Es folgte eine kaum nachzumachende Produktgeschichte, die Musical Fidelity bis heute zum Vollsortimenter gemacht hat. Es gibt CD-Spieler, es gibt alles Mögliche an Geräten, Digitalwandlern, Phonoteilen und so weiter. Eine Marke von Weltruf wurde da kreiert. Und das Außergewöhnlichste, was jetzt kommt, sind wirkliche High-End-Komponenten, nämlich aus der Nuvista-Serie. Kommen wir mal kurz zur Technik von dem Gerät. Der mechanische Aufbau des Verstärkers ist absolut beeindruckend, denn hier werden die eigentlich wichtigen elektrischen Komponenten integriert. Zum Beispiel die Netztransformatoren mit enormer Leistung, die das hier zur Verfügung stellen. Das Außergewöhnlichste am Gerät sind natürlich die Nuvistoren. Nuvistoren kamen zum Ende der Röhrenära der Glaskolben nochmal auf den Markt, wurden dann aber schnell durch den Transistor abgelöst. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand. Wenig Temperaturprobleme, extrem lange Haltbarkeit, also wirklich toll. Herr Reichmann, wie ist es denn gelungen, diese Technik wieder auf den Markt zu bringen? Nuvistoren sind die besten Verstärkerbauelemente und Musical Fidelity hat alles daran gesetzt, diese Technik wieder ins Leben zurückzuholen und hat mit viel Aufwand nicht nur die Nuvistoren gekauft, sondern auch eine Schaltung um die Nuvistoren kreiert, die einzigartig ist. Ansonsten muss man sagen, sind die klanglichen Eigenschaften, die dann hier mit der Leistung kombiniert, den Klang von einem Röhrenverstärker mit der Leistung eines Transistors zu kombinieren, natürlich unglaublich gut. Herr Reichmann, was war denn das Ziel der klanglichen Philosophie hier? Warum Nuvistoren? Die Nuvistoren kombinieren die klangliche Qualität einer klassischen Röhre, aber ohne deren Nachteile mitzubringen. Einstreuungssicherheit, Langlebigkeit, Dynamik, Auflösungsvermögen, all dieses machen die Nuvistoren, was die Glaskolben nicht machen, aber mit derselben musikalischen Qualität. High-End, nicht technisch orientiert, sondern mit absoluter Gänsehaut. Wie gesagt, Quellen sollten hier angeschlossen werden. Man muss auch sehen, wenn ich in einem Verstärker Digitalkomponenten integriere, habe ich auch immer Probleme mit Hochfrequenzresten und allem Möglichen. Das hier ist rein analog, damit auch zeitlos. Wir werden diesen Verstärker für lange Zeit nutzen können. XLR-Eingänge, Cinch-Eingänge sind ausreichend vorhanden. Sie kommen unsymmetrisch oder symmetrisch auch raus, sodass der Nuvista 800 wirklich in der Lage ist, alle Lautsprechertypen anzutreiben. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, was ich hier gehört habe, großer Genuss ist da angesagt. Herr Reichmann, was ist denn hier für die Zukunft noch geplant an weiteren Komponenten mit der Nuvistoren-Technik? Die Nuvista-Technik, phänomenal eingesetzt in Vorverstärkern, Endverstärkern, Doppelmono-Endverstärkern mit separaten Netzteilen und zu
Zusätzlich werden kommen Digital-Analog-Wandler und Phonophore-Verstärker in Nuvista-Technik. Dem gesamten Designkonzept folgen ist auch eine Vollmetall-Fernbedienung dabei, mit der sich Lautstärke, Eingänge und so weiter einfach bedienen lassen. Ja, liebe HiFi und High-End-Freunde, das war's auch schon für heute von der High-End in München mit dem Nuvista 800.2. Mehr Informationen zum Produkt finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden, auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier eine High-End-Komponente vorstellen. Bis demnächst.